Gewächse, das ist eines der stärksten Symbole in unserer Republik, was schief geht in der Landwirtschaft. Ecki, du bist schon ganz, ganz lange in dem Protest mit dabei. Achtung. Und du hast erlebt, was sich verändert hat. Und vielleicht kannst du uns sagen, was muss ich eigentlich, wofür steht das, dieser Schlachthof? Und was muss ich in der Politik verändern, damit wir zu einer anderen Landwirtschaft kommen? Ja. Wir haben Agrarfabriken satt. Für wen gilt denn das mehr als für die vielen Menschen und für die 250 Bürgerinitiativen, vor deren Nase diese Megastelle aufgebaut werden und die von den Emissionen aus diesen Anlagen und von den Keimen betroffen sind? Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Bürgerinitiativen sich vernetzt haben im bundesweiten Netzwerk Bauernhöfe statt Agrarfabriken und dass wir zu einer ganz, ganz starken gesellschaftlichen Kraft geworden sind, was man heute auch sieht. Herzlich willkommen, alle 250 Bürgerinitiativen des Netzwerks. Hallo? So. Wir haben schon mehrere hundert Agrarfabriken vor Ort verhindern können. Aber das reicht natürlich nicht aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Teil dieser gesellschaftlichen Bewegung Politik und Gesellschaft verändern. Und dabei sind wir durchaus erfolgreich. Seit September, durch unseren Druck mitbewirkt, steht im Bundesbaugesetzbuch, dass gewerbliche Agrarfabriken oberhalb bestimmter Grenzen nicht mehr genehmigt werden müssen. Das ist ein Riesenerfolg und macht uns Mut. Aber unsere Forderung an die Politiker ist, dass in Zukunft und in recht bald in der neuen Legislaturperiode sämtliche Megafabriken gestoppt und verboten werden. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das durchsetzen werden. Agrarfabriken verdrängen Bauernhöfe. Und Bauernhöfe, bei denen auch nicht immer alles wie in Bullerbü läuft, aber Bauernhöfe sind der einzige und der besten geeignetste Rahmen für eine artgerechte Tierhaltung, die auch von den Bürgern akzeptiert wird. Das Logo unseres Netzwerks ist nicht ohne Grund das Schwein mit dem Ringelschwanz, nicht abgeschnitten, der Schwanz bleibt ganz. Wir wollen, dass Schluss ist mit dem Abschneiden von Schnäbeln und Ringelschwänzen oder mit einseitiger Qualzucht. Die Ställe sind den Tieren anzupassen und nicht die Tiere den Ställen. Wir verlangen von der Bundesregierung einen raschen und ernst gemeinten Umbauplan auf eine bäuerliche Tierhaltung mit Weidegang, mit Auslauf für die Tiere, mit Haltung auf Stroh, mit genügend Platz für die Tiere, mit Flächenbindung und mit heimischem Eiweißfutter. Und auch das sind keine leeren Wünsche, sondern wir haben auch da eine Menge erreicht. Wir sind dabei, in Niedersachsen den niedersächsischen Tierschutzplan umzusetzen. Der ist, und das sagt viel über die Stärke unserer Bewegung auf, er ist erzwungen worden unter einer CDU-FDP-Landesregierung und wird jetzt Gott sei Dank umgesetzt durch einen Minister, der das auch wirklich ernst meint. Heute
demonstrieren deshalb auch ganz viele Bäuerinnen und Bauern mit. Denn die Zukunft der Bauern hier und überall in der Welt liegt nicht in ruinöser Lohnmast. Sie liegt auch nicht in einer perspektivlosen Tretmühle von Wachsen oder Weichen. Sie liegt auch nicht in einer ruinösen Billig- und Überproduktion für den sogenannten Weltmarkt. Die Zukunft von Bauern und auch von Bürgern und Verbrauchern liegt im Motto Klasse statt Masse. Mengen für den heimischen Markt mit gesellschaftlich akzeptierten Standards und, das ist ganz wichtig, mit fairen Erzeugerpreisen für die Bauern. Ja. Bürgerinitiativen und immer mehr Bauern gemeinsam, das ist ein Erfolgsrezept, das gar nicht schiefgehen kann. Deshalb, liebe Agrarindustrie-Lobbyisten, hört gut zu. Wir haben gerade eben erst angefangen und wir machen kräftig und immer kräftiger weiter, bis wir unser Ziel erreicht haben. Es gilt hier in Europa und auch weltweit. Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Dankeschön, Herr Vize.